Hallo und willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Imposter Factory. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession gelernt, dass das Waschbecken eine Zeitmaschine ist. Ein gewöhnliches Waschbecken oder wenigstens ein Reset Point. Nur, dass wir mit diesem nur alleine zurückreisen können. Und dass Leute sterben. Okay, immer dieselben Leute, aber sie sterben. Dann mal gucken, was sich jetzt geändert hat. Es wurde wieder zurückgesetzt. Ich schätze, ich bin überhaupt der Einzige, der das Waschbecken benutzen kann. Wenigstens ist es jetzt einfacher, mit Linry zu sehen. Sie sollten immer noch im Partyraum sein. Können wir nicht einfach abhauen? Die Tür ist verschlossen. Die Regenschirme fehlen. Es ist 15.25 Uhr. Okay, es ist nicht mehr kurz nach 3. Hallo? Dieses Licht, es ist so hell. Woher kommt es? War dort eine Leuchte angebracht? Ja, ein funktionierender Vintage-Plattenspieler. Der Reisbotter fehlt auch. Okay, sie sind also nicht hier. Ja, ein ausgefeiltes Gemälde. Okay. Was passiert hier? Ich verstehe das nicht. Was ist das? Vor allem, es sind immer die beiden selben. Was ist dieses Gefühl? Oh, jetzt habe ich Speed Boost drauf. Tür ist verschlossen, ne? Okay. Die Tür lässt sich nicht öffnen. War das die Tür? Okay, ich kann. Was zur Hölle geht hier ab? Die Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Wie viele liegen jetzt unten rum? Vor allem, wo ist jeder? Okay. Immer noch keine Regenschirme. Es ist 15.26 Uhr. Okay. Tür ist verschlossen. Aha. Hier sind auch alle tot? Ja. Ah, ich kann hier unten durch. Wie viele Tote liegen hier rum? Hey, mal kein Toter hier. Aber auch sonst nichts. Nur die Soßenkanne. Okay. Jetzt bin ich zweimal da. Also Quincy ist zweimal da. Was ist passiert mit mir? Was ist passiert mit mir?
Was zum... Kommt jetzt ein Hai? Schon einer von euch hat genug Ärger gemacht. Oh, jetzt sind wir wieder eine Person. Was zum Henker? Hey, warte. Hey. Lindri. Was ist los? Es tut mir leid. Es sollte um dich gehen, aber dann ist das passiert. Ich habe mehr Durchläufe gemacht, aber ich kann es nicht anhalten. Es passiert immer wieder und es sollte nichts sein. Warte, du kannst nicht einfach so gehen. Bitte sag mir einfach, was los ist. Das ist eigentlich das, was ich selbst versucht habe herauszufinden. Scheint so, als wärst du nicht zurückgesetzt worden wie die anderen doch. Ich schätze eine weitere Sache, die wir in Ordnung bringen müssen. Zurückgesetzt? Ah, das ist gut. Vielleicht kannst du mir zeigen, was du gesehen hast. Was ich gesehen habe? Nun, es fing alles an, als ich vorhin ins Bad gegangen bin und dann... Macht sie aus mir einen Projektor. Du hast einige seltsame Dinge gesehen. Das könnte sich als nützlich erweisen. Was zur Hölle sind wir? Was zum Henker war das? Komischer Zufall, obwohl das hat das Waschbecken wirklich wie eine Zeitmaschine wirken lassen. Aber die Chance, dass meine Zurücksetzung so perfekt mit dem Waschbecken übereinstimmen, unwahrscheinlich. Redest du überhaupt mit mir? Moment mal, bin ich ein Roboter? Entschuldigung, wie ich schon sagte, ich bin nur ein bisschen beschäftigt im Moment. Aber im Prinzip, ich habe diese Welt erschaffen und ich habe dich erschaffen. Was? Was? Ja, was? Das frage ich mich auch gerade. Zurück ins Bad, Hände waschen. Da gehe ich auf keinen Fall mehr rein. Ja, wir gehen nach Hause. Oder gucken wir auf die Uhr. Immer auf die Uhr gucken. Jetzt ist wieder kurz nach drei. Das heißt, wir sind wirklich wieder am Anfang. Können wir da rein? Ja, aber hier ist auch nichts. Jetzt wissen wir wenigstens schon mal wahrscheinlich, warum das Spiel Impostor Factory heißt. Weil es sehr viele von uns gibt, sehr viele tote Professoren. Ja. Tür ist verschlossen. Müssen wir wieder in den Katzenraum? Nein, müssen wir dahin diesmal. Ich wollte dir eigentlich nicht diese Wiederholung zeigen, aber da ich dich als Anhaltspunkt in der Nähe haben muss, könntest du mal einen Blick darauf werfen. Warte nur einen Moment. Was meinst du damit, du hast mich erschaffen? Ich meine, was ist das überhaupt für ein Ort? Ich denke, du wirst die Antworten hier drin finden. Es tut mir leid, dass du diese seltsamen Erinnerungen behalten musst, jedoch ich brauche sie später als Anhaltspunkt. Aber nur versuche dir keine Sorgen zu machen. Keine Sorgen? Deswegen? Ja, mach dir keine Sorgen darüber. Geh schon, ich treffe dich da drin. Aber, beweg deinen Hintern da rein. Wie sie mich einfach da reintritt. Oder den armen Quincy halt. Was für ein Durcheinander. Wir können das hier genauso gut seinen Lauf nehmen lassen. Ich schätze, beim ersten Mal ist es nie gut, aber das ist. Jedes Mal passiert? Jedes Mal, wenn? Aber Moment mal. Hey. Du sagtest, du würdest mich hier treffen.
Und da ist die Treppe weg. Oh, da ist die Treppe. Die geht ganz schön weit hoch. Sind wir tot? Ist das der Himmel? Sind das die Stairways to Heaven? Oder kommen wir jetzt einfach nur wieder im Klo raus? Nein, wir haben Akt 2 erreicht. Also wenn das Spiel mehrere Akte hat und wir für Akt 1 schon über eine Aufnahmesession gebraucht haben, dann bedeutet das, das Spiel kann doch noch ein bisschen länger gehen. Und die Türe da im Nirgendwo, die sieht falsch aus. Wo bin ich? Das frage ich mich auch gerade. Es fühlt sich seltsam an, alles einfach so zurückzulassen. Aber warum hat sie mich hierher geschickt? Daten? Daten. Okay. Warum hat sie mich hierher geschickt? Gute Frage. Daten zu sammeln? Hallo? Hey! Oh, das hier kennen wir ja. Was war das? Das kennen wir sogar sehr gut. Also das hier sind Erinnerungsphantome. Sind das Menschen? Und das hier sind Erinnerungsfragmente. Frau Jones, jetzt alle zusammenbleiben, okay? Peter, hör auf, so auf Izzy herumzuhacken. Und Linry? Hey, Linry. Ich habe gesagt, ihr sollt euch nicht so... nicht weit von der Gruppe entfernt. Besonders du. Linry? Ist das die Vergangenheit? Aber wie? Nee, das sind Erinnerungen. Aber Linrys Erinnerungen oder unsere? Also Quincy's. Nun, Linry, ich habe spezifische Anweisung von deinen Eltern, dass... Hey, hör auf wegzurennen. Okay, wenn du das nochmal machst... Hey, der Arzt hat gesagt, dass deine Teilnahme an diesem Ausdruck an eine Bedingung geknüpft ist. Der Arzt? Linry, wenn du nicht aufpasst... Linry... Diese Barriere. Hey. Okay. Linry. Alles hier erstarrt in dem Moment, in dem sie bewusstlos wurde. Bedeutet das, dass dieser Ort alles auf ihr basiert? Okay, aber kein Puzzle-Game dazwischen. Daten sind immer noch nicht mehr geworden. Krankenwagen? Musik.
Winrys Eltern, vermute ich mal. Daten sind immer noch nicht mehr geworden. Tut mir leid, Papa. Das ist alles meine Schuld, nicht wahr? Bill, du hättest vorsichtiger sein müssen, Winry. Aber nein, das ist nicht alles deine Schuld. Glaubst du, dass ich noch auf weitere Klassenfahrten gehen kann? Nun, wir müssen abwarten, was der Arzt sagt. Hab einfach Geduld und wir werden unser Bestes versuchen, okay? Okay. Das ist schon das zweite Mal, dass das passiert, oder? Ja, Naomi. Wir dachten, es wäre eine einmalige Sache. Wir hätten ihr wirklich nicht erlauben sollen, ohne strenge Beaufsichtigung zu gehen. Nun, zum Glück wurde der Sturz abgefedert. Diese frühen Symptome können gefährlich sein. Neuartige Medikamente für sie stehen in Aussicht. Aber auf lange Sicht? Könnte einer von euch hier bei Winry bleiben? Und der andere kommt bitte mit? Es wird alles gut werden, Winry. Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen. Ist es, weil sie es nicht konnte? Oh, neue Daten. Okay, wir können hier einen Zeitsprung machen. Das ist wohl bei Winry jetzt zu Hause. Die Tür ist verschlossen. Der kleine Prinz von Anton de Say. Ich versuche den Namen nicht auszusprechen. Mein Französisch ist nicht so gut. Sie lauscht an der Türe. Aber wann wird es passieren? Morgen? Jahre später? Hey, es ist nicht sicher, dass es bösartig wird, oder? Es besteht die Möglichkeit, dass es nie ausbricht. Aber es besteht die Möglichkeit, dass es das wird. Dann werden wir es behandeln. Wenn wir mit der Behandlung beginnen, sobald es sich verschlechtert, falls es sich verschlechtert, dann haben wir noch eine Chance, richtig? Trotzdem ist es nur... Es fühlt sich einfach so an, als wäre so viel dem Zufall überlassen. Winry? Was machst du hier, Lin? Ich kann nicht schlafen. Ist irgendetwas mit mir falsch? Keine Sorge, Lin. Es ist nichts, was wir nicht gemeinsam durchstehen können. Ist es das, was dich wach hält? Nein. Oh, dann was ist los? Der Arzt sagt, ich kann keine Ausflüge mehr machen, oder? Vorerst nicht, aber sie arbeiten an etwas, das helfen wird. Oh. Bist du traurig, dass du den Ausflug heute vorzeitig beenden musstest? Ja. Ich wollte nicht so schnell gehen. Alle anderen dürfen den ganzen Tag bleiben. Na, dann gehen wir zurück. Zurückgehen? Wann? Warum nicht jetzt? Wirklich? Es ist schon spät, Bill. Oh, ein kleiner nächtlicher Ausflug kann nicht schaden. Außerdem habe ich genau das Richtige dafür. Hurra! Kommst du, Mama? Schon okay, ich bleibe. Ich koche dir eine warme Suppe, wenn ihr beide zurückkommt. Okay. Gut, wir haben wieder Erinnerungsfragmente aufgeladen. Die Tür ist verschlossen. Jetzt müssen wir nur noch den Ausgang finden. Wahrscheinlich draußen beim Auto. Nein, doch nicht.